Hi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind immer noch unterwegs in Skandinavien. Ihr habt wunderbare Folgen hoffentlich von den Lofoten gesehen. Habt ihr nicht? Dann schaut mal auf jeden Fall in der Playlist unterwegs in Skandinavien nach. Jetzt sind wir aber runter. Ihr habt auch das schon gesehen, wie wir die Fähre runtergekommen sind. Wir sind in Bodo angekommen. Der baggert immer noch. Falls ja, genauso wie damals. Wie damals. Und ja, jetzt können wir sagen, wir sind auf dem Platz gefahren, wo wir damals eine Drohnenaufnahme gemacht haben zu den Salztraumen. Genau. Diese Strudel. Und da ich keinen Strudel mag, weil da ja Rosinen drin sind, wird Stefan jetzt mit seinen Eltern dorthin gehen. Das ist eine hohe Brücke. No way, ich keine Chance. Ja, werden da mal schön hingucken. Er wird euch auf jeden Fall was zeigen. Und unser Ziel ist auf jeden Fall der Polarkreis. Da wollen wir hin. Ja. Und dann werden wir einfach sehen, was wir jetzt hier so in Norwegen erleben. Wir haben noch gute 2 Wochen hier in Skandinavien. Heute ist ja Samstag, ja, dann passt das ungefähr noch 2 Wochen. Und jetzt heißt es einfach Spiel, Spaß, Spannung und mal gucken, wie das Wetter so wird. Teilweise soll es sogar noch schneien. Ich bin gespannt. Wir genießen das jetzt erstmal. Ihr habt gesehen, wo wir hingefahren sind. Es hat alles funktioniert. Die erste Strecke war ein bisschen anstrengend von den Salztraum. Ja, das war so etwas kleinerer, schmalerer Straße und dadurch, dass es rauf und runter ging und sehr viel Schalten und einzig Gute, viel Bremsen. Viele Rentiere, weil das hatten wir sonst nicht. Das obwohl war jetzt cool. Auf der E6 ja auch schon Rentiere auf einmal gewesen. Ja, das hatten wir beim letzten Mal nicht. Ja, getankt haben wir auch. Wir haben mal gerade ein Links gemacht, ein Vergleich. Problem ist, mein Handy liegt leider da hinten in der Ecke. Ich komme mal gerade nicht ran. Ja, sagen wir dann noch. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Oder soll ich es holen? Ja, dann hol mal. Ich halte euch mal. Ich habe eine tragende Rolle mal, um das mal zu sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr eure Instagram-Story zieht das Kabel ab. Einmal das Kabel hinter mir. So. Oder zieh es einfach ab. Ist doch eh voll geladen. Ach so, wenn es voll ist, dann ist voll. Es ist völlig voll. Und zwar habe ich eine nette Story gepostet an den Tag, wo wir heute sind. Also dann wisst ihr ungefähr, wann wir das Video aufnehmen. Und zwar habe ich mal einen Vergleich gemacht, einen aktuellen Unterschied zwischen Deutschland und Norwegen. 55 Liter. In Deutschland würden wir ca. 110 Euro bezahlen. Hier bezahlt man für dieselbe Anzahl 125. Also ja, 15 Euro mehr. Das geht. Dass man so ungefähr weiß, mit was kann man aktuell rechnen. Die Preise sind auch schon runtergegangen. Ja, also 22,57 gibt es auch schon für 21. Also es ist relativ
günstig, sagen wir mal so. Also wir hätten Norwegen jetzt weitaus teurer erwartet. Also wir haben damals auf jeden Fall schon fast 2 Euro bezahlt pro Liter hier in Norwegen, das weiß ich noch. Doch 1,90 oder, aber irgendwo. Also die Preise, die ich im Kopf habe, wir waren bei 13 und bei 15. Und 15 norwegische Kronen sind 1,50 Euro. Das war bis andere Zeiten. Das hat sich gefühlt wie 2 Euro. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, da habt ihr mal ein Preis-Dings. Und jetzt wollen wir ein bisschen euch natürlich den Arctic Circle zeigen. Wir sind wieder da. Wir wollten zum richtigen. Der in Schweden war nicht schön. Und der über die Fähre wäre auch nicht so schön. Spektakulär. Und deshalb sind wir hier. Und jetzt zeigen wir euch was. Und dann mal gucken, was wir noch so machen heute. Jetzt wundert ihr euch, was denn hier los auf dem Kanal. Kaum sind sie weg von den Lofoten. Gibt es keine Videos mehr. Gibt es so gut wie keine Informationen mehr. Ja, die Trollos, die haben es einfach irgendwie ein bisschen verpeilt. Genau, wir waren irgendwie so völlig verplext hier vom Polarkreis. Und das, muss man sagen, habt ihr aber eben gerade gesehen, weil in der Zeit, wo wir geschnitten haben, das ist nämlich sehr viel Arbeit, muss man wirklich sagen. Das dauert schon eine Weile, ja. Ich habe ja die Rohfassung alles aneinander zu rein. Er kriegt dann die ganzen Videos, die dazwischen kommen, die ganzen Bilder zusammen machen. Musik zusammenschneiden. Das macht und so nämlich und Stefan. Mhm. Ja, also damit ihr mal so wisst, wie so ein Video entsteht. Und ja, das war jetzt eine ganze Arbeit. Ich bin jetzt auch noch eine Weile dran, das alles zu rendern. Und ja, auf jeden Fall habt ihr einen wunderbaren Flug nochmal über das Polarkreiscenter gesehen. Ja, wir hatten so viel Glück mit dem Wetter hier noch. Das ist unglaublich gewesen. Das haben sie nicht angesagt. Aber ja, die sagen andauernd Regen an. Also wenn das der Regen ist, bin ich in... Es darf gern so bleiben, wirklich. So, auf jeden Fall haben wir natürlich ein bisschen T-Shirts da uns besorgt. Also, Stefan kriegt dieses Norwegen-T-Shirt. Ja, in sozusagen so ein Marinegrün. Ja, oder Marinegrün, ja. Und ich, damit ich auch immer weiß, wo ich war, den Arctic Circle. Genau, wir haben uns ja schon mal, das letzte Mal, als wir hier waren, T-Shirts besorgt. Die gibt es aber ja auch nicht mehr. Nein, aber... Könnte an der Qualität gelegen haben. Ja, die sind halt sehr schnell ausgewaschen. Wir hoffen, dass das dieses Mal ein bisschen besser ist. Teuer genug waren sie, aber naja. Und wir können es ja schon mal machen. Ich weiß nicht, sehen das? Nee, das hat Stefan besorgt. Ja. Ne? Für wichtige Leute bei mir in der Firma, nämlich unsere Buchhaltung. Genau. Damit sie wissen, wie... Die Damen aus der Buchhaltung bekommen nämlich von mir einen Troll zum Streicheln und ja. Ja, was muss man denn machen bei so einem Troll? Ja, man muss ihn nämlich die Nase streicheln, damit einem der Troll wohlgesonnen ist. Und das wollen wir ja auch, denn wir wollen ja keinen Ärger haben. Genau.
mit der schönen Elektrogitarre von Norwegen. Genau. Also, und wie gesagt, man kann hier so viel Nippes kaufen, natürlich logischerweise. Also es gibt also nicht nur die Trolle, ist ja kein Nippes, aber nein, andere Nippes gibt es da. Ja. Also es ist schön, jetzt ist es richtig ruhig geworden. Wir sind, glaube ich, noch, wenn ich den einen oder anderen... Ja, ich glaube so 6 Fahrzeuge oder so stehen wir hier. Also genau, ist der sehr Rest angenehm. Sind alle gefahren. Ich habe auch hier einen, auch einen Malibu-Fahrer, der ist von hier, dann wird die in 2 Tagen hoch zum Nordkap. Naja, kann man machen. Ist ein ganz schöner Ritt. 1100 Kilometer ungefähr. Respekt. Ja, und wie gesagt, ich renne jetzt. Stefan macht sich fertig, weil wir sind heute früh aufgestanden. Der geht jetzt schon mal ins Bett. Ja. Und ja, morgen sehen wir weiter, wie viele Kilometer wir schaffen. Fähr- und Entsorgung müssen wir wieder. Das geht ja in Norwegen ganz gut. Ja. Aber dazu dann später mehr. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was soll man sagen? Wir sind soweit fertig. Wir warten auf unsere Gäste, also sprich auf meine Eltern eigentlich. Ei wird auch schon gekocht. Da haben wir ja auch so ein schönes Kochgerät. Und bei uns funktioniert das mit dem 230 Volt auch recht gut. Da ist das kein Problem. Ja, Rührei für uns ist auch gemacht. Und ansonsten genießen wir die Aussicht hier. Es ist super schön hier. Ja, Wetter ist so ein bisschen, naja, eigentlich so mal Sonne und mal Wolken. Eigentlich haben sie nur Wolken angesagt, aber wir nehmen das gerne natürlich, dass die Sonne ab und zu auch mal rauskommt. In diesem Sinne, guten Hunger. Auch einen guten Morgen von mir, weil er natürlich wieder nicht gesagt hat, wie kann man denn schlafen hier am Polarkreis, am Arctic Center? Richtig gut kann man hier schlafen. A, man hat ja, wenn man Park und Night liest, dann steht da drin, ah, Lärm, die Bahn hört man, Pustekuchen, wir haben gar nichts gehört. Also wenn man natürlich ein sehr sensibelchen ist, dann hört man mal ab und zu ein Auto rauschen. Aber wir haben nichts. Vielleicht liegt es daran, wir sind noch nicht in der Feriensaison, das heißt, wir sind ja an Ende Mai, Anfang Juni jetzt hier. Da ist das ganz human. Mit uns haben sage und schreibe, glaube so 6 Leute hier auf dem Platz gestanden. Alles ruhig. Ich glaube, um 23 Uhr kam nochmal irgendein Bekloppter hier an, der ist aber auch abgehauen. Die hast du aber überall, egal wo. Also wir haben gut geschlafen und jetzt starten wir in den Tag. Frühstück ist ja vorbereitet. Und wegen den Eierkocher und Spannung erzählen wir euch nach dem Frühstück nochmal kurz was. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht und wer erkennt die Veränderung bei uns? Schreibt es mal runter in die Kommentare. Wir verraten nichts. Wir wollen mal gucken, wie gut ihr mitmacht. So, wir haben uns entschieden, wir gehen jetzt mal ins Arctic Center, denn ich möchte ja eigentlich noch was besorgen da. Und mal schauen, ob ich es kriege. Verraten tue ich es nicht, wenn werdet ihr das sehen. Es gibt anscheinend auch eine Arctic Summer Tour, die man hier machen kann. Zumindest steht hier ein Doppeldeckerbus. Die machen nämlich Fotos gerade, so sieht das zumindest aus für wahrscheinlich Marketingzwecke, würde ich mal das so benennen. Genau. Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch als Sommerbus hinterher. Würde ich jetzt vermeiden bei den Temperaturen. Es ist ja doch ein bisschen frisch, ist es schon. Ja, wie gesagt, wir sind gespannt, was dann der heutige Tag so bringt, wie weit wir heute kommen. Ja. Auf jeden Fall Fähr- und Entsorgung müssen wir wieder. Ist aber hier in Norwegen absolut gar kein Problem. Auch mit einer Nicht-Trockentrenntoilette ist das kein Problem. Also genau, wir sind an jeder Gießkanne, gibt es hier eine Entsorgungsstation genau, für die also Toilette. Man kann, und selbst auch in Schweden war das null Problem. Richtig. Ja, und dann werden wir gleich nochmal einen Schwenk machen und dann geht's schon los Richtung Mo i Rana. Doch nicht Mo i Rana, wir sind immer noch da, weil wir haben uns natürlich ganz offiziell das Zertifikat geholt und kann man nicht lesen. Kann man nicht lesen. Das heißt, was machen wir? Ein Foto blenden wir ein. Genau, das offizielle Zertifikat, dass wir am 29. Mai 2022 hier waren am wunderbaren Polarkreiscenter. So, aber jetzt geht es ab Richtung Mo i Rana. Fähr- und Entsorgung und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. In war.
never.